Hallo, hier ist der Martin. Und heute möchte ich mal versuchen, aus diesem Stück Lärchenholz eine funktionsfähige, halbwegs große, brauchbare Schale zu drechseln. Dazu werde ich erstmal schauen, dass ich in etwa den Balancepunkt für die Mitte finde. So, jetzt brauche ich einen Hammer. Hier ist er. Das haben wir schon mal ausgemessen, das ist die Mitte. Und hier setze ich jetzt einfach mal den Mittelpunkt an. Der gefällte Stamm lag schon mindestens ein Jahr draußen im Garten bei einem guten Bekannten. Aber schauen wir mal, was daraus wird. Nun werde ich mal versuchen, in etwa den Schwerpunkt dieses Teils rauszufinden. Geht ja erstmal darum, den Schwerpunkt zu finden, wo das Ganze denn halbwegs funktioniert. So. Reitstock festziehen. Schleift es noch am Banjo und hier schleift es unten. Den Riemen mal los. Ja. Ist doch schon ganz gut im Gleichgewicht. Aber im Großen und Ganzen ist das doch schon in Ordnung. So, dann bringe ich hier meine Markierung rein. Das ist doch schon mal gut. Bis hierhin hat es geklappt. Den Mittelpunkt haben wir gefunden. Und nun kann ich das Stück Holz aufspannen. Raus. So, da ist das Zentrum. Geht's. Ja, so passt das. Läuft frei, alles klar. Festziehen. Und nicht Gegendruck, auch festziehen. Dann kann es losgehen. Zu Anfang wird viel Drehmoment und wenig Geschwindigkeit erfordert. Also werde ich den Riemen entsprechend umlegen. Unten auf die kleinste, auf den kleinsten Durchmesser. Na, wo klemmt es hier? So, den kleinsten Durchmesser. Und oben auf den größten. Spannen und fertig. Nochmal eine Kontrolle. So, hier läuft es frei. Hier werde ich gleich abnehmen. Das ist fest. Das ist fest. Geschwindigkeit runter. Dann wollen wir mal schauen. Gut. Vier Umdrehungen. So langsam aber sicher nimmt die Schale Form an. Es ist viel Arbeit, hier vorne das alles frei zu
schneiden. Hier hinten vor allen Dingen ist viel Luft zu schneiden. Hier vorne geht schon, werden wir gleich mal schauen. Während ich hier unten schneide, schaue ich oben auf die Schattenkontur. Zeige ich euch mal. Also hier oben in dem Bereich, wenn es dahinter dunkel ist, ist es ganz praktisch. Ein bisschen Gegenlicht habe ich mir erzeugt, sehe ich den Schnitt laufen. Mit der Stativ im Weg. Ne? Aber da oben kann man sehr schön sehen, wo der Schnitt lang geht. Naja, so Stück für Stück geht es weiter. Ne? Das ist hier noch ausgerissen ohne Ende. So, Harzzellen drin, habe ich gelesen. Ja, das stimmt. Wie gesagt, für mich das erste Mal, dass ich Lärche verarbeite. Und ja, so langsam taste ich mich ran. Ne? Wird nichts Perfektes. Vielleicht doch. Das ist ein Ast. Der knallt auch immer hart. Und hier haben wir noch ein bisschen Reste vom Einwohner der Holzwurm, aber der scheint nicht mehr da zu sein. Hoffentlich. Das Lärchenholz ist harzig ohne Ende, also ab und an so ein bisschen Stellen sind, ein bisschen Spiritus auf die Finger, einen Lappen drüber und zwischendurch auch mal das Werkzeug sauber machen, wo ich anfasse. Das ist dann doch schon ganz hilfreich. Klebt ganz schön. So, ja, jetzt muss ich mir langsam mal Gedanken machen, wie ich den Fuß gestalte. So ganz zwischendurch mal, bevor ich zu viel abdrechsel. Wo ist die kurze Werkzeugauflage geblieben? Da, wo ich sie gelassen habe. Ganz weit hinten natürlich. So, damit ich hier nicht zu viel Hebeldruck auf den langen Weg ausübe. Doch nur ein relativ dünner Stab hier. Einer einfachen anderen Drechselbank habe ich das Ding schon mal zerschossen. Das muss ich nicht nochmal haben. Werde ich den kürzeren nehmen und hier erstmal ein bisschen plan ziehen. Beim Schabschnitt ist nur der untere Teil der Röhre dran. Die Röhre ist auch ganz fast zu auf 12 Uhr, ganz leicht auf und geht hier ran. Darf sie natürlich nicht aufreißen, dann klappt sie zu. Ja, natürlich, dann ist aber auch hier eigentlich nicht viel, was passieren kann. Es geht halt rein, klappt dann zu und gut ist. Also das ist eine harmlose Geschichte. Oh, sorry, eine harmlose Geschichte, wenn man ein bisschen aufpasst. Wie bei allen Sachen. So, die Außenform wird jetzt weiter gestaltet. Da fliegen die Späne. Dass jetzt noch keine richtig vernünftige Oberfläche ist bei diesen heftigen, schruppigen Schnitten, ist klar. Ne? Wir sehen ja auch hier, ist das schön glatt, ganz klar. Da guckt ja auch keine Faser gegen den Strich raus, aber hier ist das so richtig ausgerissen. Ob ich das nochmal rauskriege, weiß ich nicht, aber versucht mal klug. Ne? An dieser Stelle haben wir Harz, eine kleine Einlagerung und hier, oh, hier schmiert so richtig eine Harz. Zelle. Ja, das ist schon richtig heftig. Sieht aus wie eine Wunde. Faszinierend. Ja, Lärche ist nicht einfach, habe ich gelesen und gehört, aber ja, muss man selbst mal erfahren. So, jetzt bin ich an einem Punkt angekommen,
diese dicken, fetten Harzzellen draußen sind. Hier ist noch der Rest eines Astteils. Jetzt muss ich sehen, dass ich möglichst mit frisch geschärftem Werkzeug das so vorsichtig ganz fein bearbeite, dass ich hier eine saubere Fläche hinbekomme. Hier ist schön, klar. Aber die Kunst besteht darin, das hier sauber hinzukriegen. Ja, weiter geht's. Viel kleiner sollte das Ding nicht werden hier. Das muss noch weg nachher, wenn ich es aushöhle. Hier auch. Noch einiges hier, Holzwurmreste, die müssen noch weg. Gut, schauen wir mal. So, Werkzeug geschärft. Ich zeige euch gleich mal einen feinen Schnitt und das Ergebnis hinterher. Also eins steht fest. Wer Lärche verarbeitet, der lässt sich darauf ein, dass Harz und nochmal Harz über alles. Also die Werkzeug, die Auflage, das Smartphone vorne ist auch schon voll gekleckert. Naja klar, logisch, stand ja auch im Bild. Das muss ich alles erstmal sauber machen. So, jetzt werde ich mal gucken, ob ich hier so einen schönen feinen Schnitt hinbekomme. Und ja, gucken wir mal, ne, was denn mal rauskommt. Bin bei 870 Touren in etwa. Und dann gucken wir mal. Na, achso. Wackelt. Ist unrund. Ah, jetzt ist besser. Also, auf geht's. Halte ich mal so für die Kamera. Ganz feines Schnitt. Oh, da fehlt zu viel. Ganz feine Schnitte. Da kommt der Schnitt. Ganz vorsichtig, ganz spannend. Das ist jetzt noch nicht die endgültige Form. Ja, so, komm. So, so geht's dann weiter. Für die Demonstration mal reichen. Ich stelle die Kamera mal um. So, grundsätzlich habe ich nichts mehr von dem scharf ausgerissenen Kanten hier, vor allen Dingen in der Stirnholzseite. Hier ist noch ein bisschen was. Ne? Das muss alles noch runter, aber mit diesem feinen, sauber angeschliffenen Werkzeug der Röhre lässt sich das machen. Es sind noch Streifen drin, Bearbeitungsstreifen. Ihr habt ja gesehen, dass ich da nur relativ langsam beigegangen bin, dann auch zwischendurch mal eine Pause hatte. Also nicht so kontinuierlich. Aber hier sieht man Harz, ne? Gut, für den ersten Tag reicht das. Morgen oder anderwann geht es weiter. Nee, morgen nicht. Aber demnächst geht es weiter. Bis denn. Oh, 7 Tage ist es her, dass ich diese Drechselbank verlassen habe. Ich habe den Fehler gemacht, die Außenseite jetzt nicht abzudecken, und zwar mit Folie. So ist natürlich in den Tagen, weil das Holz noch nicht wirklich trocken war, eine Rissbildung nicht vermeidbar gewesen. Wir sehen es hier. Dann schalte ich mal ein. Sie wird sich sicherlich auch ein bisschen geworfen haben. Gucken wir mal. Ja, hat sie natürlich, ne? Na. Ganz klar. Gut, nochmal überdrehen und mal schauen,
wie es weitergeht. Die Oberfläche und die Formgebung ist für mich erstmal abgeschlossen. Jetzt werde ich hier einen Fuß andrehen. In diesem Fall einen Zapfen. Das ist nämlich auseinanderpresse, habe ich nicht viel Holz, also werde ich einen Zapfen versuchen anzuzeichnen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. So, etwas über 50 mm möchte ich den machen. Und das wollen wir dann mal anzeichnen. Spitze, das sind dann 25. Ich gehe mal größer ran, kleiner kann ich immer noch machen, 30 mm in Radius. Das gibt 60, aber da kann ich den immer noch verkleinern. Ja, das ist okay. Dann zeichnen wir mal an. So. Zapfen ist angedreht. Passend zum Futter. Unterseite geht auch. Werde ich jetzt schleifen. Vorher denke ich mal hier diese Stellen mit Schleifmehl und Sekundenkleber ausbessern. Fangen wir mit dem Großen an. Sekundenkleber, nämlich die mittlere Konsistenz. Packen wir erstmal ein bisschen Sekundenkleber rein. Und verteilen dann da das Sägemehl. Ist ja genug feines Zeug da. Hier mal preiswertes, hartes Toilettenpapier. Viel zu hart für den Popo. Aber hierfür muss es reichen. Alles ganz gut. Na, so sieht das denn aus. Hier noch was? Ne, das habe ich nur weggedrechselt. Hier war noch eine Arztzelle. Okay. Spitze reinigen, auch ganz wichtig, die Klebersäule aus dem Rohr wegbekommen, also nur, dass wieder Luft da ist, denn verhärtet das nicht. Kräftig zudrücken, damit da keine weitere Luft rankommt. Hier ist der Aktivator und kleine kurze Sprühstöße sollten reichen. Den Sekundenkleber schneller wirken zu lassen. Kleber ist trocken. Einmal bin ich rüber mit der Röhre. Jetzt kommt Schleifen dran. So, mit Maske auf. Vielleicht kommt der Staubsauger dazu. Dann wird's laut. Einfach mal schleifen. Geschliffen bis 400er Körnung. Die Oberfläche ist wirklich schön glatt. Ich habe das eben noch ein bisschen mit Waschbenzin abgewischt, damit der Staub weggeht und auch vielleicht Harzreste noch rauskommen. Ja, sehr schönes Holz. Hier so rüberfahre, dann ist das mit leichten Huckeln versehen, aber die abhängig sind von der Maserung. Das heißt, das zwischen diesen dunklen Stellen ist ja etwas weicher. Und logischerweise wird das beim Schleifen etwas mehr abgetragen als die harten dunklen Teile. Ist glatt, aber spür die Maserung hier. Das hat was, kenne ich so nicht. Schön, gefällt mir.
Ah, ich lasse das weiter antrocknen. Dann schaue ich mal weiter. Nun geht es an die Oberfläche. Die muss jetzt ein bisschen geschützt werden. Ich habe mich für Walnussöl entschieden. Das werde ich jetzt in mehreren Lagen darauf verteilen. So. Das saugt gut was weg, das Holz. So, genug für heute. Ich werde erst wieder in ein paar Tagen dran gehen können. Und damit ich nicht wieder neue Risse bekomme, habe ich natürlich daraus gelernt, ich habe hier Frischhaltefolie rübergezogen. Das Öl ist da. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt nicht gleich anfängt zu stocken und zu stinken und irgendwas in der Richtung zu machen. Und wenn nicht, na gut, habe ich wieder was gelernt. Aber auf alle Fälle bleibt das Teil so aufgespannt. Hier vorne kann es verdunsten. Aber sind genug Risse drin, da müssen nicht noch mehr sein. Gut, später mehr. Zwei ganze Tage sind nun vergangen und ich habe jetzt wieder Zeit, etwas daran weiterzuarbeiten an dieser Schale. Schaue ich mal, was draus geworden ist. So wie es aussieht, gibt es keine neuen Risse. Hurra! Hat schon mal funktioniert. Das Walnussöl ist schön eingetrocknet. Gefällt mir richtig gut. Hier an dieser Stelle, achtet mal drauf, sieht man, wie das Öl gleich ein bisschen kommt, wenn ich drücke. Walnussöl war das, ne? Also ich denke mal, ist gut getränkt. Ja, schön. Die Seite ist fertig. Jetzt geht es darum, das Ganze umzuspannen und die Innenseite auszuhöhlen. Nein. Mal gucken, ob das hier passt. Oh, sieht so aus. So. Der Knubbel muss ab, der ist doch noch zu tief, den muss ich noch ein bisschen abarbeiten. Ich stoße hier gegen und das muss nicht sein. Den entferne ich mal und den spanne ich ein. Der kleine Knubbel ist jetzt weg und somit kann ich den Zapfen sauber spannen. Hier eine schöne Auflage an der Kante. Der Abstand ist nicht zu groß, spannt sehr schön. Ich werde jetzt hier noch zwischen 1 und 4 Markierung anbringen, das ist schon passiert. Ich dann wieder einspannen, die richtige Stelle finde. So, mal gucken, ob er rund läuft. Ja. Sehr schön. Gut, dann kann ich loslegen. Das nächste, was ich jetzt machen werde, ist das hier zu begradigen und danach wird ausgehöhlt. So, 650 Touren läuft so rund. Gut. Wird schon, nicht? Man hört es, schlägt, hier ist ein harter Knoten drin, ein Loch, irgendwie da klebt.
Harzkammer, hier auch. Und hier, lebst du noch? Nee. Schon das Zeitliche gesegnet. Jo, geht weiter. Schärf mal eben die Röhre an. So. Das ist doch scharf. Ganz anderer Schnack. So, aber es geht weiter. Wir sehen uns demnächst wieder. Jetzt muss ich den Rand festlegen. Ich möchte, dass er leicht nach innen läuft. Das heißt, hier muss ich jetzt sauber den Rand fertig schneiden. Touren. Ich werde den Rand noch breiter machen. Das klingt hart. Ja, da haben wir unseren Ast hier. Und ihn hier. Das ist natürlich hart. Hier ausgerissene Fasern, aber ist ja noch nicht der finale Schnitt. Ne? Weiter geht's. Dann gönne ich euch mal einen anderen Blickwinkel. Sollte eigentlich klappen hier mit der Röhre und dem Winkel und der Hand und so. So, hier muss ich aufpassen, dass ich jetzt hier nicht einhake. Und deshalb mache ich es wieder ein bisschen flacher. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht mit der unteren Schneidenseite zu heftig da reingehe. Ich kann natürlich einen Zugschnitt machen, aber ich merke schon, durch den großen Überhang hier zieht das hinten ganz gut im Werkzeugheft. So, vor lauter Freude, dass ich jetzt alles so schön aushöhle, darf ich natürlich die Tiefe nicht vergessen. Nicht, dass ich mir hier eine Lampenschale bastle. Ja, das mache ich jetzt mit Augenmaß, das könnt ihr hier ganz gut verfolgen. So, Achtung. Also ich denke mal, sehr viel tiefer werde ich im Moment erstmal nicht gehen. Ein bisschen habe ich noch. Ich hätte mir natürlich vorher eine Bohrung machen können, wie tief ich reingehe, um zu kontrollieren, aber habe ich nicht gemacht. Muss ich also jetzt ein bisschen aufpassen. Jetzt bin ich an einen Punkt gelangt, wo ich doch mal gucken möchte, wie dick die Wandstärke ist. Ob die kontinuierlich durchgehen. Das ist jetzt am Anfang. Da wird es dann dicker. Ist also noch ein bisschen was zu machen. Jetzt mit frisch geschärfter Röhre werde ich mal einen ganz langsamen Schnitt hier durchziehen. Bin im Grunde schon da, wo ich hin möchte. Was? Ganz langsam, ganz ruhig, ganz fein. Ganz wenig Riefen drin.
sehr zufrieden damit. Da sollte ich eigentlich nicht noch mal weiter dran rumbasteln, sondern das, was da ist, schleifen. Hier habe ich jetzt schon den Rand abgesenkt. Ich wollte hier diese Borkenreste bzw. die Wurmlochteile entfernen. Das habe ich mit dem Stechbeitel gemacht und anschließend mit Akkuschrauber und Schleifteller zumindest schon mal sauber gemacht. Ist nicht noch nicht optimal, aber dann kriegt das eben eine entsprechende Form. So, und jetzt geht es daran, noch die Feinheiten hier inneren auszugleichen. Hier ist noch ein bisschen dick. Das hier unten fertig zu machen und logischerweise auch diesen Stützsteg zu entfernen. Schön langsam, die Umfangsgeschwindigkeit drin ist nicht so hoch, darf ich nicht so doll drücken. So, jetzt wird hier der Überhang vom Werkzeug schon recht kräftig. Das merke ich am Griffende. Da werde ich dann mal ein bisschen anders vorgehen. So, das drechsel ich ab und dann schauen wir weiter. So, der Zapfen ist weg. Jetzt muss ich das hier nur noch sauber angleichen. Dazu nehme ich eine etwas anders angeschliffene Schalenröhre. So, jetzt ganz fein den Boden bearbeiten. Die Röhre ist geschärft. Hier runter. Und los geht's. Keine ausgerissenen Fasern, sehr schön. Noch ein bisschen dick hier unten, einmal noch rüber und hier werde ich auch noch mal lang gehen. Nicht mehr viel, dann ist das fertig. Schön. Sehr schön. So, das wird schon besser, aber schleifen und filmen, das ist etwas langweilig. Ich werde durch alle Körnungen durchgehen, danach sehen wir uns wieder. Die Schale ist nur durch alle Körnungen bis 400 geschliffen. Und als nächstes werde ich den Sanding Sealer Mix mal auftragen, den ich heute gerade fertiggestellt habe. Das zeige ich in einem anderen Film. Dann wollen wir mal schauen, was wir da gebastelt haben. Ja, ich glaube, ich lasse das mal, mache das per Hand. Das lasse ich jetzt trocknen, wird nochmal geschliffen und dann kommt nochmal eine Schicht drauf. Zwei Schichten Sanding Sealer Mix sind da drauf. Eine gibt es noch und dann kommt die Endbeschichtung drauf. Die Außenseite habe ich mit Walnussöl beschichtet bzw. getränkt. Das werde ich hier natürlich ebenso machen. Das sieht doch gut aus.
Jetzt wird poliert. Der Rest weg. So. Natürlich ein bisschen matter, das ist klar. Aber hier sollen ja nachher Lebensmittel rein. Das Walnussöl, das Richtige. Ein bisschen gegendrücken. Jetzt werde ich die Schale mal abschrauben. Ist doch schon schön. Richtig gut. Spürt leicht so ein bisschen die härteren Schichten. Weiches Holz. Ja, Rückseite. Ne? Der Zapfen muss noch bearbeitet werden, also hier ist noch ein bisschen was zu tun. Dann spanne ich das mal anders ein. Ich habe die Schüssel bzw. Schale nur andersrum eingespannt. Mit Reitstockunterstützung. Sie läuft rund. Dann kann ich jetzt hier den Fuß bearbeiten. Ich übe auch nicht zu viel Druck aus, damit es nicht durchbricht, das Ganze. Sehr vorsichtige Schnitte, wäre jetzt schade, wenn ich irgendwas falsch mache. So geht es dann weiter. Und zu Anfang habe ich schon darauf geachtet, dass hier ein bisschen Platz ist, dass die also konkav ausgedrechselt wurde, unterschnitten wurde, sodass sie nachher hier auf der Außenkante steht, die Schale. Soweit ist der kleine Knubbel nur runter. Mehr wird jetzt auch nicht gemacht. Ich schleife hier noch ein bisschen. Öl das und dann kommt die Schale runter von der Maschine und ich trenne diesen Knubbel dann per Hand ab.